Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Lego Star Wars, die Skywalker Saga. In der letzten Folge haben wir ein paar coole Sachen gefunden, ne? Da ist eine Wand zum Hochklettern. Guck ich mir gleich mal an. Wir haben in der letzten Folge ein paar Sachen offscreen gesammelt, ne, nicht offscreen, onscreen. Ich habe das gesehen, ich habe das aufgenommen. Und ja, wir machen heute noch ein bisschen weiter. Wir werden hier noch irgendwas hier finden können, bevor wir mit Episode 3 weitermachen können. Ich will so viel wie möglich abschließen, bevor wir mit der Story weitermachen. Wie man da oben vielleicht gesehen hat, ich habe jetzt mal 48. Ich bekomme jetzt den 48. Bonus, wenn ich hier Steinchen, also wenn ich das hier geholt habe, ne? Da habe ich einen Sprung von 8 auf 48 gemacht. Jetzt brauche ich 48 Millionen, um den nächsten zu holen. Also ja, mal gucken, ob ich das noch schaffe, ne? Aber wahrscheinlich nicht, ne? Aber gucken wir mal. Ich schalte euch hier rein, weil ich bin mir ziemlich sicher, ich bin ja noch nicht reingegangen. Deswegen habe ich hier nachgeguckt, ne, auf der Karte. Und boom. Das ist echt noch ein Ort, den ich nicht erkundet hatte. Ist das nicht schön? Ist das nicht traumhaft schön? So. Hat direkt einen Knopf gedrückt, den ich gesehen habe. Okay. Ja. Ich will meinen eigenen Druide hier bauen. Ja, ich verstehe schon. Nur welcher Knopf ist welcher? Wahrscheinlich hier, ne? Sag. Nein. 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 Haben wir das ganze Ding nochmal machen? Nein. Ich dachte, ich würde ja so einen coolen Druiden ja bauen, ja, zur Eigenanfertigung. Nein! Aber ja, ich stelle mir jetzt so wie in Fallout 4 vor, ne? Ich meinen eigenen Roboter bauen konnte. So. Schwer ist das nicht. Komm. Meine Güte, ich hätte schon wieder Bayern nicht getroffen. Dann werde ich einfach verzweifeln und drück weiter, ne? Und einfach nur springen, ne? Oh mein Gott, da war schon wieder voll knapp. Und so schafft man einen Kampfdruiden. Ja. Yeah. Alter. Boah, ich mit dem Ding. Ist viel wert. Okay. Was ja, ne? Ja. Dann vielleicht mal auf der Karte so nachgucken. Ich habe mal diese eine Schlacht von Geonosis nochmal gemacht mit der Arena, ne? Da habe ich mal bei den Dingern öfter umschauen, weil da sind einige lustige Sachen passiert. Erst einmal habe ich eine Herausforderung geschafft. Vielleicht soll man hier so zeigen. Und zwar. Hier kann man die ja nachgucken, ne? Und da sieht man dann hier. Bring den Nexo, den Reek oder den Acklay dazu, einer der anderen Kreaturen anzugreifen. Weil man kann die Dinger nämlich hypnotisieren, ne? Und was ich gemacht habe, ist, ich habe einfach drei gedrückt bei einem. Ich habe einfach versucht, diese eine Szene von Episode 2 nachzuspielen, wo Anakin ja auf eins von diesen Dingern geritten ist und dieses Katzenviech hier weggerammt hat. Und diese Szene habe ich mehr oder weniger nachgeheert und dann habe ich die Herausforderung bekommen. Also vielleicht muss ich ein bisschen so mehr denken, ne? Weiß ich nicht. Fliege ohne Zwischenfall durch den Tunnel im größten Asteroiden. Ah, da habe ich mal eine Dings bekommen. Da mein Roll aus, während du von der Zielrakete fast bist. Ich glaube, diese Dinger muss ich mir echt so holen, ne? Aber die Steine sind ja ehrlich gesagt noch nicht so wichtig, ganz ehrlich, ne? Also die Kaibersteine, wie auch immer die heißen, ne? Das sind ja eigentlich nur die
die Steine sind eigentlich ein bisschen wichtiger. Deswegen, ja. Weiß nicht, ob ich das schon hier beschleunigen will, ne? So, habe ich gerade gespoilert, was die erste Level war von dem Ding. K.O. für Count Doku. Aber ja, die Level war lustig. Ich habe nämlich irgendwie hier mich da ein bisschen umgeschaut. Da waren irgendwie so Dinger, die man irgendwie abschießen müsste in der Tribüne. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen musste. Aber ich habe irgendwie gesehen, C3PO ist sauer rumlaufen gewesen. Und zwar mit dem Kopf von einem Druiden und von einem Kampfdruiden. Und Kampfdruide ist damit mit C3PO's Kopf rumgelaufen, so wie in dem Film. Da war recht amüsant. Soll ich mal aufpassen auf solche Sachen? Und ja, keine Ahnung. Ich habe gedacht, vielleicht den Druiden konntest du erledigen mit dem C3PO-Kopf. Dann lag dann der Kopf da am Boden. Aber irgendwie konnte ich damit nicht interagieren oder irgendwas machen. Also, ja, schade, ne? Aber ich hatte gedacht, wenn ich irgendwie da was mache, dass da irgendwie auch noch ein Kaiberstein irgendwie bei rausspringt oder eine Herausforderung oder irgendwie sowas, ne? Charakter, aber leider nicht, schade. So, du willst reden? Was? Und sogar ein Gerücht. Komm her. Oh, hallo, ich bin C3PO. Wie kann ich mich, du wolltest doch gerade reden. Ich habe mich gehauen, ja, Entschuldigung. Ja, sind die erstmal, muss ich erstmal Gegner legen. Ich bekomme jetzt so viele Punkte. Warum lässt er jetzt nicht mehr mit dir reden, Kollege? Ja, und dann komme ich gleich noch mal zurück. Ich sehe irgendwo Charakter, ne? Lass mich da mal hingehen. Jetzt willst du reden. Oder auch nicht. Ja, willst du jetzt reden oder nicht? Boah. Geh mal zu dem Charakter, falls ich da hinkomme. Falls ich da hinkomme. Dann gucken wir mal. Ja. Das ist so nervig gemacht, ne? Wenn ich zweimal Kreis hintereinander mache, kann ich nicht die gleiche Aktion machen. Ja, ich will die ganze Zeit hier rumlaufen mit Machtstoß alles kaputt machen, ne? So, und Kreis und ist Machtstoß, ne? Und Kreis ist aber auch hier sein Schwert ziehen, ne? Oder Waffe ziehen, ne? Ich drücke jetzt gerade Kreis, ne? Boom. So, habe ich da kaputt gemacht. Jetzt will ich da kaputt machen. Jetzt zieht er sein Schwert, ne? Jetzt setzt er wieder Machtschub ein. Jetzt will ich das wieder kaputt machen. Jetzt packt er sein Schwert wieder ein. Also ich kann nicht zweimal Machtschub hintereinander machen. Das stört mich voll. Ich könnte hier viel einfach die ganzen Sachen kaputt machen. So, bin ich schon mal hier hingegangen? Kommt mir gar nicht bekannt vor, der Ort hier. Na, wollt ihr reden oder nicht? Ihr habt eure Sprechblasen. So Gerüchte-Dinger hier. Vor euren Köpfen, aber keiner von denen will reden. So, irgendwo ist ja ein Charakter. Wo denn? Da muss ich mich importen und teleportieren. Nein, auch nicht ranziehen. Mein Gott, ich war alles von Charakter. Hallo, so unter mir. Was? Was ist mit der Anzeige von dem Spiel los? Das Spiel gerade gebuggt oder was? Du. Sehen wir, was hier los ist. Mit dir kann ich auch reden. Irgendwie kann ich hier mit niemandem interagieren gerade. Hallo, ist das Spiel gerade gebuggt? Das Spiel hat schon einige Bug-Momente, ne? Meistens erkennt man halt immer irgendwie, wenn Ray irgendwie am Anfang nichts sagt, irgendwie. Das ist irgendwie sehr komisch. Das ist ein Kaiberstein. Am Anfang sagt sie ja immer so, ich brauche jemanden, der mir erzählt, was hier meine Mission ist oder so, ne? Der mir meine Rolle hier erzählt. Ach, da komme ich da so was von hoch, ey. Wer will's denn? Ja, das hatte ich doch mal versucht, ne?
Ach komm. Was ist das denn für ein Mist? Kannst du gar nicht sagen, ich schaffe ja. Nicht nach meiner Größe beurteilen du mich sonst. Ich müsste. Boah. Ich muss die kaputt machen. Ich habe schon letztens mal versucht. Boah. Alter. Das gehört zur Jagd dazu. Ich streiche lieben Kernbelohnungen ein. Hm. 271. So, wo ist jetzt hier der Charakter angeblich? Hier ist auch noch irgendwo was. Hm. Na los, wo? Unsichtbare Wand. Du, Kollege. Hier steht auch, ich kann mit dem reden. Ich weiß nicht, was da los ist, ne? Ich tu mal ein Spiel irgendwie laden oder irgendwie so, ne? Also keine Ahnung. So, keine Ahnung, also. Der Typ ist jetzt ja auch weg aus irgendeinem Grund, ne? Also ist auch komisch. Ich weiß nicht, warum der jetzt nicht mehr da ist, aber alles klar. Ich weiß immer noch nicht, was hier ist, was wir machen muss, aber ich glaube, ich habe da oben, ich habe den Stein da oben schon gesehen. Na, guck mal, ob ich da hinkomme. Ich weiß gar nicht, warum ich den nicht eingesammelt habe. Der ist, glaube ich, voll easy. Der ist einfach nur hier unten. Klemm die Klippe. Charakter. Oh. Was muss ich ja machen, nehme ich an, ne? Weiß ich nicht. Verbauen. Weiß nicht. Irgendwann muss ich ja machen. Ich weiß noch nicht, was. Na los. Danke für, ich hätte irgendwas mit dem Geonosianer machen müssen, ne? Aber der ist ja jetzt nicht mehr da. Aber das sind ja noch mehr Geonosianer, ne? Vielleicht kann ich ja mit denen reden. Irgendwie sind die jetzt gar nicht mehr da, oder? Oder werden die nicht auf der Karte angezeigt? Keine Ahnung. Mal gucken, ob ich noch was finde. Wenn nicht, dann schneide ich euch hier raus, ne? Also bis gleich vielleicht. Mit irgendeinem Geonosianer reden. Ich mit irgendeinem reden. Kann ich mit dem Typen, der jetzt hier unten ist, reden? Gar nicht hier. Wir sind gar nicht mal hier. Was soll das? Ich zeige nicht in Richtung. Weil ich die einmal angegriffen habe, können die mich dann und ja nicht mehr mit ihr reden, ne? Das ist das Einzige, was ich mir jetzt hier vorstellen kann, ne? Aber ich bin mir nicht sicher. Moment, da noch rein. Keine Ahnung, C3PO hat glaube ich auch die Originalstimme, ne? Jetzt spricht er natürlich nicht, ne? Ja. War ich da drin? Ja, da kann ich auch mal nachgucken, ne? In den ganzen Häusern und so. Da. Droidenwerkstatt. Boah, mach. Ich kann schon ein C3PO hat auch die gleiche Stimme, ne? Hey, yo. Aber Leute duschen noch, oder? Ja. Ah, nee, das ist hier mit der Dusche, ne? Ja, ich glaube. Ja, okay, dann da kann man nicht rein. Das ist die Dusche, ne?
Ja, naja, da kann ich. Na gut, dann sehe ich euch wieder, wenn ich was gefunden habe, ne? Nehme ich an. Also bis gleich. Komm mal da hinten. Ja, den habe ich ja letztens gesucht, ey. Weil ich gehört habe, der hat irgendwie ein Problem oder so, ne? Guck mal, was ich jetzt hier gefunden habe. Boah, Entschuldigung, Hüllchen. Genau, der hat ja irgendwie Gangens irgendwie in die Galaxis geschickt und die sind nicht wieder gekommen. Zumindest jetzt bitte ein bisschen schneller. Sie sind alle tot. Nichts mehr gehört von Denzen. Irse Freund tut uns großen Gefallen und schaut mal nach Denzen. Irse geben euch Verbleib von Botschaftern. Irse findet sie und schickt sie heim. Unverbeugt, wenn möglich. Wenn möglich. Okay, haben wir ja noch eine kleine Quest angenommen. Schön. Die vermissen ungarischen Botschafter. Okay. Bosnas sieht verstürzt aus. Erse schickte Gungans auf Spezialreise durch Galaxis. Ne, das habe ich da schon. Ihn habe ich dann letztens gesehen, aber da läuft jetzt die ganze Zeit immer so rum, um Stein einzusammeln. Ich bin schon bei 6 Millionen wieder. Ich spiele nicht mal eine Stunde irgendwie, nachdem ich diesen Bonus bekommen habe. So, warte mal. So, da komme ich zum Schiff, ne? Ich kann einfach schnell Reise von der Karte machen. Und dann gehen wir aber hier hin. Okay. Wo muss ich denn hin? Coruscant, Geonosis, alles klar. Den Arztbezirk, alles klar. Warum will ich gerade in Coruscant? Aber ich habe da nichts gefunden. Da stehen zwar, wir fehlen noch 5 Steine, aber ich sehe nur einen auf der Karte. Also nehme ich mal an, da kommt noch was irgendwie in Episode 3 oder so, ne? Guck mal. Senatsbezirk. Da finden wir mal diese Typen. Diese Typen. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Hier sind so die republikanische. Ja, das sind sogar ATSTs, glaube ich, ne? Ja, das sind ATSTs. Okay. Da, wo sind denn die Knaben? So, die Karte zeigt mir halt einfach. Alles klar. So, Yoda schon wieder am Steuer. Das gut ausgeht. Aus dem Weg. Ich habe übrigens mal die Mission mit Sam Weasley wieder gefunden. Aber irgendwie im Padme's Apartment oder so. Ja, da habe ich auch irgendwie versucht, die Herausforderung irgendwie. Ja, da habe ich auch irgendwie alles möglich versucht, um zu gucken, was ich hier lösen muss, ne? Um irgendwie eine Herausforderung zu bekommen. Keine Ahnung, was ich versucht habe. Da sind ja auch noch ein paar Zivilisten durch die Gegend geflogen. Ich habe einfach versucht, die ganze Zeit abzuknallen. Aber auch sehr lustig. Da hat Obi-Wan irgendwie so kommentiert, so, sag mal, hast du eigentlich Sand im Hirn? Hör auf, die Zivilisten zu feuern. Das war sehr lustig. So. Ich hoffe, Jedi-Meister Yarel Puf hat Spaß auf Kamino. Er scheint schon eine ganze Weile dort zu sein. Okay. Oh, habe ich jetzt eine... Habe ich jetzt eine Quest freigeschaltet? Da stehen natürlich genauso wie mit den Gerüchten
funktioniert. Wenn ich die angenommen habe, dann habe ich dann die Quest erst freigeschaltet. Wenn ich eine Mission schon erledigt habe, bevor ich irgendwie ein Gerücht eingesammelt habe. Ich weiß es nicht. Boah. Ich habe jetzt schon gleich die 8 Millionen wieder, die ich letztens brauchte, um diesen Bonus zu holen. Ja, ein paar Leute sterben, aber kommen wenigstens meine Dinge hier. Ein Steinchen. Hey, was ist denn der? Ich habe den doch gerade schon gehört. Mir geht das schneller, also nicht Schwertwurf. Ja, tue ich ja immer wechseln zwischen normaler Angriff und Machtangriff und Lichtschwertwegstecken. Es scheint aber einen Geist zu geben. Ich höre immer wieder eine seltsame Stimme, die von unten kommt, aus dieser Richtung. Ich war doch gerade da. Warum muss ich denn schon wieder hier runter? Ach, hier unten. Hey, yo. Hat sich eure Bein gebrochen, glaube ich, beim Landen. Mich sind noch wieder rauskommen. Vielleicht, wenn mich sie. Hallo, jemand sind da? Was? Im Laufe der Zeit viele von ihnen benutzt ich habe. Ja, habe ich doch schon mal gemacht, ja, mit dem Trampolin. Also, Yoda hilft ja. Warum auch die Macht benutzen, ne? Ich soll ihn auch noch hypnotisieren. Aggressiv. So, ich habe dich gerettet. Oh, danke. Mich sie berichten, Boss Nass zickzack, wie gefährlich Straßen voller Löcher auf Coruscant sind. Okay. Haben wir einen gerettet. Folgt der nächste. Ich bin schon wieder 8 Millionen, das gibt's nicht. So, nach Episode 3 werde ich mal ein paar Dinge aber davon ausgeben, um Charaktere und zu kaufen, ne? So, wer zurück nach Geonosis. Wir scheinen aber gerade ein bisschen zu verbuggt zu sein, irgendwie. Also, ist nicht das erste Mal, ist auch genau schon ein paar Mal passiert. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was genau passiert ist, aber irgendwas ist passiert. Da sind aber nur so kleine Hiccups manchmal. Geonosis. Bin ein bisschen schade, weil irgendwie nicht so eine Luftmission gemacht haben, wo wir mit so einem Raketenschiff durch die Gegend geflogen sind und diese Lukralks hier kaputt gemacht haben. Da gab es mal irgendwie in irgendeinem Clone Wars Spiel. Ach so. Hallöchen, bist du hier drin? Na, Angst, ich bin nur hier, um Sachen kaputt zu machen, ne? Keine Sorge. Aber da war ein Typ. So, sind halt jetzt alles die Orte, die ich schon irgendwie. Man lässt sich näher eine Batterie finden, wenn man eine braucht. Sehr schade, denn ich habe ein paar zurückgelassene Wertgeschenke eines Arena-Kandidaten in einen Raum gesehen, den man nur mit Batterien öffnen kann. Da bin ich auch schon drin gewesen, ne? Glaube ich. Wir haben einen Gang erwischt, der in unserer kostbaren Schätze stehen wollte. Er ist in einem Gefängnis dort hinten. Wir haben strikte Anweisungen, ihn nicht zu füttern. Na, wollen wir doch mal sehen. Ey, was macht dieser Druide da?
Passt perfekt. So, oh wow, hey, das ist dieses Gefängnis von Obi-Wan. Den Count Dooku, den reingepackt hat. Uff. Hey, was geht? Okay. Mich sie fragen, wie glänzendes Ding da hingekommen. Mich sie das definitiv nicht stehlen. Und mich sie ganz dolle dankbar, dass ihr sie mich sie gerettet. Aber mich sie müsse los. Oh, mich sie fast vergessen. Mich sie soll moi lange schon Boss Nass über Geonosis berichten. Mich sie verschweigt besser Details über Einversperrung. Okido. Oh hey. Ich dachte, er wird mir den Hebel nehmen. Aua. Vor allem, wenn da gerade Dreieck ist, ne? Wenn ich gerade bereit bin, ne? So. Auf raus. So, und der letzte ist auf Tatooine. Da muss ich auch mal ein bisschen hier noch erkunden. Mos Espa. Habe ich auch schon lange nicht mehr erkundet, glaube ich. Ich glaube, da gucke ich auch mich mal ein bisschen um. Okidoki? Okay. Habe ich immer Mario immer gesagt. Wenn er irgendwie gewartet hat. Ich glaube, wenn man Mario Kart 64 irgendwie einen Charakter gewählt hat, dann muss man ja immer noch bestätigen. Möchtest du das Rennen starten? Und dann ist man auf okay. Dann alle paar Sekunden hat immer Mario gesagt, okay. 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 Wir sind ein unabhängiges Droidentaxi. Keine App, kein Fahrer, kein Problem. So, hier sind noch eine Menge Sachen, glaube ich. Ja, guck mal hier. Soll mich immer umschauen. Ich suche einen bescheuerten Gangen. Sind das die Leute mit den Ohren und der Zunge? Einer ja. Von denen hat vorhin auf einem der Märkte für etwas Aufregung gesorgt. So, haben Sie was gegen meine Familie? Ich habe auch lange Ohren. Du auch. Nicht mal die gleiche Farbe. Ist ein falscher Ohrling. Warte mal, ich sollte vielleicht den als letztes retten. Weil ich ja zurückteleportiert werden, ne? Also ich habe die Wahl, mich zurück zu teleportieren, ne? Da schauen wir uns mal um, ne? Schauen wir uns erstmal hier um, ne? Wird ja wohl hier noch ein paar Steinchen finden. Ich bin ja schon lange nicht mehr gewesen, glaube ich. Oh, 10 Millionen. So. Ah, was haben wir denn da? Ich glaube, die 48 Millionen werden nicht so schwierig sein. Ich habe jetzt schon so viel. Sehr gut. So, da ist ein Ding. Muss ich aber erstmal aufmachen. Das muss ich da aufmachen. Krieg ich das kaputt geschossen? Kopfgeldjäger gesucht. Wir haben ihn gefunden. Okay. Da komme ich doch nicht. Ey, warte. Nach meiner Größe beurteilen du mich sollst. Glaube ich. Oder einfach nur den Sandras Trojaner oder irgendwie so heißen die, glaube ich, ne? So, wenn ich von da muss ich ja von da aus sein, ne? Im Laufe der Zeit viele von denen benutzt ich habe. Okay, was? Schießt du noch hier, Mann? Nicht mal für Geld. Da kann ich nicht hoch, ne? Ich soll von da aus da hinten. Das ist, da sehe ich einen Schalter oder irgendwie so, ne? Kann ich ihn runterziehen als Jedi?
Komm mal. Weg. Oh, wenn das funktioniert, ne? Oha. Das ist, glaube ich, ein Hebel, ne? Ich weiß nicht, was der bringt, aber nee, da komme ich nicht hin. Dann weiß ich nicht, wie man da hochkommt. Hier sind noch ein paar Gerüchte, glaube ich. Was ist das? Also. Wie kommt das dorthin? Und warum hat es. Schatz hat zum Flachdach. Was ist? Okay. Ich weiß nicht, was es ist. Ich muss es töten. Hey, yo, was geht? Typisch. An meinem Port müssen eine Menge Reparaturen vorgenommen werden und meine Petroiden. Und Django nimmt die Knarren runter. Die faulen Rostkerle treiben sich bestimmt in der Stadt herum. Auf all dies kosten. Du bist ein Fan von Portrennen? Ja. Willst du dann vielleicht Odimandrels freiwillig amtlicher Petroidenfinder werden? Das ist eine echte Ehre. Deine Freunde werden vor Neid erblassen. Genau das. Cool, noch ein Auftrag. Droiden verstecken sich in letzter Zeit gern. Also halte die Äuglein. Dampfer Droiden. Oh, und manche lassen sich vielleicht nicht so. Ach, das sind diese einen, diese kleinen, ja. In diesen Portrenner hier rein. Leute, ich mache wie kampfbereit Yoda aussieht. So, diese. Diese Quest ich ausführen werde. Ja. Haben wir den. Ich weiß, er ist noch irgendwo in dieser Stadt, ne? So, machen wir das. Wo schon mal hier sind, ne? Oh, oh. Alles klar. Oh, hier. Ja, okay. Merke ich mir. Also, wie erstmal hier das machen. Was denn hier? Oh, hey. Stimmt, daran kann ich mich erinnern. Den gesehen zu haben. Okay. Damit haben wir 26 von 33. Ich finde nur drei Charaktere. Keine Sorge, ich komme und helfe dir. Geben wir ein paar Sekunden, okay. Erstmal muss ich ein paar Druiden erledigen. Hey, da habe ich schon einen gesehen. Hab ich erledigen? Ich glaube nicht. Mein Gott. Petroin, genau. Ja, vielleicht mal lesen. Na, guck mal her, ein Stück. War sogar ein Trampolin. Ich habe einfach angenommen, es wäre eins. Wo machst denn du hier? Wie ich Odi schon sagte, streike ich bis er reden? Überstunden bezahlt. Oh, weit. Wow, endlich bezahlt er. Mir war schon langweilig ohne Arbeit. Oh, wie kommt man da hin? Das Ding ist gerade kaputt gemacht. Ich
Ah, da muss man drüber springen, alles klar. Dann machen wir einen Schrottsammler. Kann man da wieder umgehen, wie hier sonst auch immer? Ich würde lachen. Sieht diesmal nicht so aus, obwohl. Lernen etwas kannst du hier. Helfen ich dir nicht werde. Weil du es selber nicht kannst, nicht wahr, Yoda? Nicht wahr, Yoda? Alles klar. Da kann ich schon mal nicht hin, alles klar. So, nächster Pit-Druide. Oh, ich vermisse irgendwie erstmal nicht mehr diesen Stuhl hat wie im ersten Lego-Spiel, wo man mit Yoda hier durch die Gegend gedüst ist. War irgendwie witzig. Ansonsten ist der, glaube ich, immer irgendwie so richtig langsam gelaufen, ne? Gremlin-mäßig. Ich eigentlich mache ja keine Sachen kaputt. Boah. Wenn ihr nach diesem Pit-Druiden sucht, der versteckt sich da drüben. Wartet, später verstecken? Wenn ja, dann schummelt ihr hier gerade. Keine Bewegung. Oh, die hat euch geschickt, um mich zu finden, oder? Dann sollte er aber auch bereit sein, den versprochenen Bonus zu bezahlen. Meine Steine. Das ist mal reichlich Schotter. Okay, ich gehe zurück. Mein hart verdientes Geld. Wie soll ich das jemals wieder zurückbekommen? Hallo? Abzocke. Ich sag's euch. Na, wo ist der letzte? Aus dem Weg. Aus dem Weg. Alter. Da konnte man rein. Da war nichts, okay. Okay. Geht hier zu Akims Grill, dort gibt es jede Menge Müll und Essen in den wunderlichsten Farben. Großartig. Odi hat mal wieder seine Petroiden verloren. Freche kleine Kerle nicht. Wenn ich kurz vor denen stehe, dann braucht ihr mich auch nicht mehr sagen, ey, guck mal, der ist da hinten. Ist ja sehr nett, aber trotzdem. Irgendwo hier ist. Wie komme ich da nicht hin? Ist das dieser Buki da oder habe ich mir nur eingebildet? Ich glaube, das ist der Buki da, ne? Ja. Hab ich noch nicht auf Tatooine hier gefunden. Kann ich mit reden? Aber schon sagen, Yoda hat ja Wookie-Freunde. Ich gehe später zu meinem ersten Pottrennen. Ich feuer aber keine bestimmten Rennfahrer an. Ich finde einfach nur, dass es toll Sport ist. Dass es ein toller Sport ist. So, ich muss den wahrscheinlich auf jeden Planeten hier finden, ne? Den es gibt in diesem Spiel. Mag es nicht, wenn man mich bezahlt, aber ich hätte doch gerne eine bezahlt. Da gehen wir zurück. Dann packst du das Lichtschwert mal weg. Boah. C3PO, es tut mir leid. Danke, dass du meine Droiden gefunden hast. Aber irgendetwas scheint anderes an ihnen zu sein. Ich komme nur nicht darauf was. Bezahl deine Droiden. Egal. Jetzt können die Reparaturen. Sklavenhaltung beginnen, auf Tatooine ist erlaubt, aber trotzdem. Als amtlicher Pit-Druidenfinder entbinden. Yay, die Druiden schmieren. Hey, streiken. Ah, jetzt Verweigerung. So. Ich kotze das so an, dass ich mal alles kaufen muss. Ne? Ich kann mir das jetzt locker leisten, ne? Aber trotzdem.
muss ja mal auf meine Bonus entspannen. Danach kann ich mir alles holen. Wenn ich hier pro Ding hier 1 Million mache, pro Stein, den ich finde. So. Da gucken wir uns noch mal hier ein bisschen um. So ein paar Menge Steine sind ja hier noch, ne, bevor wir hier den Gang retten. Und dann werden wir ja zurück nach Boss Nass hier teleportiert. Also gucken wir mal. So, wo haben wir denn hier? Ja, ich bin euch, wenn ihr eure Lunge mögt und euer Leben, würde ich dieses Gas an eurer Stelle nicht einatmen. Normalerweise kann ich sowas beheben, aber ich warte gerade auf das Software-Update, also nütze ich euch nichts. Da kann man doch, glaube ich, ganz einfach mit C3PO hingehen, ne? Weiter auf voller Petroid, der seinen Job nicht macht. Ja, der ist auch am Streiken. Dieses Gasleck muss jetzt behoben werden. Pots verströmen nicht einfach so Gas, wisst ihr, das läuft richtig schief. Aber das Zeug nicht ein, es ist tödlich. Aber man will das kaum glauben, dass es niemand zu reparieren scheint. Ich gehe einfach rein. So. Muss ich das Ding kaputt machen? Dann muss ich ja nicht R2 nutzen. Einfach repariert. Als Blitzer, alles weg. So, noch mal zum Bauen. Nein. Geh ich gerade auch so bauen. Wo sind meine Beine? Komm zurück. Die versucht. Meine Beine wollen ausstreiken. Das war äußerst unangenehm. Okay. Mein Gott, ist das ein dickes Teil da. Ja, noch nie gesehen. Okay. Da wird der reingezogen. Ah, schade. Was war ich da gerade? Ich sehe es nicht. Oh, danke. Viele von denen gesammelt, ich habe. Ausgezeichnet. Wie sieht's hier aus? 27 von 33. Das ist ein Potrennen. Man für Potrennen kann. Oh, Pot. Wir haben schon geredet, ne? Mit dir aber nicht. Boah. Die Wasserversorgung im Sklavenviertel ist kaputt. Wenn sie schon unbezahlt Schuft müssen, sollten sie wenigstens fließendes Wasser haben, oder? So kann man es natürlich sehen, ne? Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Na, wenigstens haben die Leute ja Moral, ne? Den moralischen High Ground. Na, warte mal hier. Also, wer drin? Ich war ja noch nicht drin, anscheinend. Ja, steigt mir von der Party. Meiner. Zeit für ein Spielchen. Findet alle 5 und gewinne. Nur haut uns nicht auf die Nase. Wir hassen das. Oh, ich kann nichts versprechen, Kollege. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, was war das gerade? War voll abgeschmackt. Ich bin schon im ersten Lego Teil, ersten Lego Star Wars, da hat man viel mehr so mit der Macht interagiert, ne? Also immer wieder irgendwie was gefunden, dass du irgendwie zusammenbauen konntest. Verbiss ich ein bisschen hier in dem Spiel. Ich meine, die muss ja auch hin und wieder mal was bauen, aber so, ich muss euch kauen, alles klar. Wo ist er?
Die Jagd beginnt. Okay, ja, ich muss noch einmal schießen. Okay. Also weg, Leute. Wo bist du? Gott. Diese Animation ist furchteinflößend. Ich sehe euch auf der Karte, Kollegen. Meiner. Hey, ich hab eben noch ein Stück, das ist meiner. Und das als Wagen. Hey, ich hab eben noch ein Stück. So, her damit. Jawohl. Ich streiche Liebigkeitsbelohnung ein. Verzeihung, wir hätten hier nicht mit euch rumalbern sollen. Oh, die Mandrell sucht uns bestimmt schon. Na, schon wieder? Zum. Oh Gott, ich dachte erst, da wäre irgendwie so ein Aufgesch. Ich habe irgendwie nur so aus Rohr gesehen und ich habe gedacht, irgendwie da hing irgendwie so ein Captain Akbar. Oh Mann. Okay, wo können wir noch hin? Und dann geht mir auch echt so irgendwie aus, was ich hier noch sammeln kann, ne? Ich glaube, so langsam haben wir nämlich alles, was wir hier so sammeln können. Hot Dogs. Die ersten Worte von Mickey Mouse. Ah ja, hier, guck mal, das haben wir auch noch nicht gemacht. So, jetzt bin ich aber klüger und weiser und jetzt kriege ich das bestimmt hin, ne? Pass auf. Guckt euch ja, wie weit ich bin. So, wenn ich nur genau wüsste, was ich hier machen muss, ehrlich gesagt. Viele von denen benutzt ich habe. Stimmt, ich hatte mal versucht zu machen, ne? Aber ich kam irgendwie nicht weiter. So, der kommt hier, ne? Der kommt dahin, ne? Sogar da Wasser rausgekommen, habe ich genau gesehen. Ja, warte mal. Jetzt gehe ich denn wieder nicht da raus. Jetzt nehme ich mal das richtig, ne? Was soll ich denn hier mitmachen? Da oben wieder hin, ne? Da kann ich gar nichts machen. Ich werde schon wieder verbaut hier. Kann ich sein, dass wenn ich das da reinpacke, dann gar nichts mehr geht. Ich komme auch nicht mehr da raus. Doch, jetzt gehe ich denn. Da muss der da rein, damit hier irgendwie was. Ja, okay. Dann brauche ich nur so ein langes Rohr. So, okay. Ich habe aber auch nicht viele Optionen, wenn ich ehrlich bin.
Da kann ich noch einen hinpacken, ne? Kamera. Ne. Von mehrere. In Mos Espa kann man praktisch alles kaufen, wenn man weiß wo. Ihr wollt was zu essen kaufen? Okay. Ha. Gibt's aber irgendwie nicht viele Optionen, die ich habe. Ich kann noch einen da reinpacken. So, da muss ich da reinpacken, damit das hier da durchkommt, ne? Da gibt es auch immer nur bestimmte Kombis, die ich machen kann. Ah, guck mal. Ja, das Ding in der Luft. Da will ich auch gar nicht kaputt machen. Da habe ich mehr Rohre, ne? Guck mal. Guck mal. Ich mehr Rohr zur Auswahl, weil ich die in der Luft gejagt habe. Nein, nicht da rein. Nein, nicht da rein. Dann packen wir das da hin. Ganz ruhig, ganz ruhig. So. Habe ich jetzt genug? So. Ah, da muss ich wahrscheinlich hier hin, ne? Dann nähern wir uns so langsam den Ende hier, ne? Mal hier. Ne? Ne, das ist jetzt richtig, ne? Einer. Da kommt da was raus. Jetzt versuchen wir mal, was wir hier machen. Den hier. Hier muss so ein Teil rein, ne? Jetzt muss ich nur noch irgendwie das Ding verbinden. Also mal. So einer, ne? Na komm. Gott. Gehst du da rein? Neben so. Jetzt so ein schiefer Peter hier. Ja. Boah. Da muss ich einfach nur den da reinpacken. Nein. Oh, warte. Weg mit dir. Nein, nicht so lang. Andersrum. Ah, guck mal. Aber er sagt mir auch, dann möchte dann da so ein. Ne. Jetzt so ihr rein, Bogen. Gib. Yay. Heilig, das ist. Yay. Ich es werde. Ja, ich dachte, ich kann ihn. Ja, Wasser entfernen. So, 4 Stück fehlen hier. Ja.
Ja, die Sklaven haben wieder Wasser. Ist das nicht schön? Oh. So, warte mal, wie viele sind hier auf der Karte? 1, 2, 3. Perfekt, nee. Hier schon wieder einer. Schon den einen der Häuser, ja, ne? Pass auf. Irgendwo hier drin ist einer, pass auf. Wollen wir einfach immer nur innen heißt, ne? Geh nach innen. Kraft aus dem Inneren. 1, 2, 3. Da ist noch ein Gerücht. Ich mach mal den hier. Gott. Aber eine Menge erreicht noch, finde ich. Ne? Weg aus dem Weg. Läuft vorher, läuft hier irgendwie so durch den Markt und da kommt einer so vorher nach vorbeigezischt. So ein als Alien etwas, von dem keiner weiß, was es ist. Sieht aus, das könnte man irgendwie. Nee, da muss man schon wieder Schrottsammler haben. Ich kann es kaum erwarten, meinen ersten Schrottsammler zu holen, damit ich hier auch. Ich habe mich, wo das sein soll. So. Immer da irgendwie so ein Endhaken oder so, ich weiß es nicht. Ja, man, Episode 4 wird irgendwie der erste sein, ne? Nicht die Javas, ne? Kriegt auch schon irgendwann sehr relativ frühen Java, ne? Und ein bisschen mehr Mainstream in der originalen Trilogie, ne? Gut. Na gut, dann retten wir den Gangen. Machen wir doch gerne. Seid ihr mit dieser Diebin befreundet? Oh, schon wieder? Vor einer Weile Obst gestohlen. Hat wohl gedacht, es wäre vergessen. Aber ich erinnere mich an jedes Gesicht und jeden Namen. Barbar Jinx. Natürlich vergesse ich's gerne. Wenn mir jemand das bezahlt, was sie mir schuldet. Und vielleicht ein bisschen mehr. Ich muss schon wieder Geld bezahlen, bis sie mich auf den Arm nehmen. Schon wieder unterbrochen. Ich habe nichts gedrückt oder so. Ihr seid aber nett. Na gut, abgemacht ist abgemacht. Was ist denn dahinter noch? Der Rodianer. Los, verschwinde hier. Und lass dich hier nicht mehr blicken. Barbar Jinx. Meister Divin extraordinär. Schuldet euch sowas. Mich sie werden Boss Nassbericht berichten, wie streng Tatooine Gesetze befolgert, auch wenn man sie keins gebrochen hat. Okay. Gerettet wir sie alle haben. Verdammt. Ich nehme an, weil die Quest nicht aktiv war. Konnte ich mich nicht zurückteleportieren, ne? Verdammt. Okay. Ja gut, dann gehen wir zurück nach. Ich habe alles hier erledigt, ne? Gott. Mir fehlen noch übrig sind, ey. Die Audios noch mal abspielen bei den Leuten. Okay, dann gehen wir zurück nach zu die Naboo. Und dann gehen wir die Mission ab, ne? Und dann sind wir eigentlich, glaube ich, wieder fertig, ne? Haben wir schon wieder genug. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir aber auch wirklich hier mit Episode 3 weiter, weil so langsam wird es ein bisschen knapp, so den Sachen, die ich noch machen kann, ne? Wird dann wahrscheinlich noch hier die einzige Story-Quest, die ich nicht mehr, die ich noch nicht gemacht habe, war die mit Count Dooku. Kann ich ja noch mal versuchen. Hm. Dann gucken wir mal.
wirklich nach Gunga City reisen? Bist du absolut sicher, dass du dieser Freakshow-Stadt hingehen willst? So kommt dann immer irgendwie rüber. Okay. Dann. Was ist da noch? Irgendwo ist ja noch ein Stein. What? Hier. Yeah. What? Oh. Da oben ist einer. Hallo? Wo ist denn da hin? Also muss ich ja nicht einfach noch klettern. Ich glaube bestimmt irgendwie hoch, ne? Nicht da hochschwinge oder so. Wie so ein Swinger. Nein. Soll ich denn da hinkommen? Lass mal auf die Kuppel drauf. Ich weiß nicht, das sieht so rutschig aus. Ob mich das Schwingen hier irgendwie was bringt. Was denn da hin? Ah, okay, keine Ahnung. Da ist auch noch dieser Blödstein, wo ich nicht weiß, wie ich da hinkomme. Aber ich hatte letztes Mal einen Plan. Habe ich noch nicht dazu auszuführen. Muss ich vielleicht ein Lichtschwert darauf werfen? Ne. Was ist denn da für ein unbesiegbares Teil, ey? Jetzt aber ein Chaos-Zeichen mit dir. Natürlich, das gehört zur Jagd dazu. Will jemand noch was anderes machen hier? Ich habe keinen Plan, was ich da machen muss. Na gut, was soll's. Gehen wir die Mission ab. Lass mal so ein paar Rebellen küssen. Wer das Thomas, mein Sohn, wenn man vorhaben wird. Hey, yo. Die Botschafter kehren alle zurück. Und sie sind alle kacke. Problematisch. Warum habe ich denn angegriffen? Wir hier bleiben und helfen, wenn andere zu uns kommen. Viel sicherer. Was ist da los? Weil er ein Druid ist? Jetzt auf den Losgang, weil er ein Druid ist. Größe beurteilen, du mich sollst. Da wollen wir da. Wir haben ein Video zu Ende geändert. Okay, die können unterscheiden, mit wem ich hier spiele. Ich hätte das Spiel jetzt ganz ehrlich nicht so intelligent eingestuft. Moment.
ist gekommen. Okay. Ja, das Spiel ist nicht so intelligent eingestuft. Hätte irgendwie unterscheiden können, mit wem ich hier gerade spiele. Dementsprechend greifen die ja noch irgendwie an. Aber warum greifen die ja nicht Jango Fett an? Das ist auch ein Bösewicht. So, gut. Ich würde sagen, das war's dann mit der Erkundungstour, ne? Beim nächsten Mal geht es dann wieder offiziell weiter mit der nächsten Episode. Das wäre dann Episode 3, ne? Hier ist unser Stand 17,98%. Alles klar, cool. Weiß nicht, ob ich noch ein paar Punkte irgendwie so farmen werde. Irgendwie dauert das ja nicht so lange, ne? Aber wir sind uns einfach durch die Gegend rennen. Oder einfach nur Sachen kaputt machen. So viel Spaß, wie halt auch macht. Ich glaube nicht, dass ich das so lange machen kann, bis ich hier die Punkte habe, ne? Deswegen, ja, wenn wir am nächsten Mal schon bei Episode 3 weitermachen, ne? Und dann mal schauen, was uns da erwartet, ne? Da müsst ihr eigentlich auf das, auf den Kreuzer hier anfangen, ne? Wo wir den Kanzler rennen müssen, ne? Interessant. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Es würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch wieder in der nächsten Folge. Ciao. Halt, stopp, Kommando zurück. Mir ist was aufgefallen und zwar hier. Da oben ist ein Kabel, das hier runter hinführt. Und ich habe mal geguckt, ob es irgendwie hier runter geht. Und guck mal da. So ganz, ganz fett, ne? Wo wir gerade von Fett reden, ne? Oh mein Gott. Was schon sagen. Das hier geht aufs Haus. Oh mein Gott. Moi moi. Okay, alles klar. So, haben wir das erledigt. Gut. So, habe ich jetzt noch gerade so bei mir rum beim Rumlatschen hier bemerkt und da wollte ich euch nicht vorenthalten, ne? So, jetzt beenden wir bei dem Part. Tschüss, Sikorski, bis zur nächsten Folge. Wir machen Episode 3. Ciao.